Einen wunderschönen guten Tag und wieder mal herzlich willkommen zum C-Sharp-Tutorial. Wir haben letztes Mal besprochen, wie wir einen Menschen in unser Spiel bekommen. Dieses kleine M hier links oben. Und heute werden wir uns mal ansehen, wie wir diesen Spieler hier, diesen Entity Player, eigentlich herumbewegen können mit unseren Pfeiltasten. Gut, wir haben hier in der Programmklasse schon eigentlich fast den ganzen nötigen Code, der dafür nötig ist, geschrieben. Ich bin hier beim Testen noch drauf gekommen, dass POSX und POSY vertauscht waren. Also wenn ihr das abgeschrieben habt und nicht selber drauf gekommen seid, dann tauscht das um, sonst wird das nicht funktionieren, was ich euch gleich zeige. Ja, wie gesagt, haben wir hier schon fast alles Nötige geschrieben und wir können uns eigentlich für die Bewegung an sich eher auf die Entity-Klasse hier konzentrieren. Gut, die schlauen Köpfe unter euch werden schon bemerkt haben, dass wenn man diese Entity jetzt verschieben möchte, dass man die POSX und die POSY-Variablen entsprechend verändern muss. Und ja, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu bewerkstelligen. Entweder wir modifizieren direkt die POSX und POSY-Variablen, also wir schreiben einfach hier ein Programm dann, oder player.posx minus minus, player.posx plus plus oder sowas. Ist aber ziemlich unübersichtlich und ja, deswegen werden wir uns einer besseren Methode annehmen. Das ist nicht das richtige Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Nämlich indem wir, also wir könnten jetzt, wenn wir, also wir wollen das mit Methoden lösen, auf jeden Fall, das wissen wir schon, wir wollen das mit Methoden lösen. Aber wie? Wir könnten jetzt machen, dass wir eine public void move left, eine public void move right und immer die POSX und POSY entsprechend verändern. Das würde aber sehr viel Platz verbrauchen und wäre wieder, naja, es wäre vielleicht etwas übersichtlicher, aber würde eben viel Platz verbrauchen und wäre ziemlich umständlich. Deswegen machen wir das auf eine bessere Art und Weise, nämlich machen wir eine Methode, die public void move, und der übergeben wir vier Integers, einen int left, einen int right, einen int up und einen int down. Dann haben wir hier vier Integer-Werte. Wenn wir ihn zum Beispiel jetzt einen Block nach rechts bewegen wollen, dann machen wir player.move 0, 1, 0, 0. Wenn wir es den vier Blöcke nach oben bewegen wollten, machen wir 0, 0, 4, 0. Oder einen Block nach links und drei Blöcke nach oben. 1, 0, 3, 0. Also wir können damit jede Bewegung eigentlich umsetzen. Gut. Wie das Ganze zu implementieren ist, das können wir uns am leichtesten anschauen anhand dieser Textdatei da. Also dies unserem Level. Ich werde übrigens diese Trennmauer mal weggeben da. Zu späteren Zwecken. Wenn wir jetzt hier stehen, bei diesem Nuller, da, dann, ich zoome da mal etwas rein, so, wir stehen jetzt hier bei diesem Nuller und wollen uns einen Block nach links bewegen. X0 und Y0 sind hier oben bei diesem 1er. Und das Maximal ist hier rechts unten, das bedeutet, je mehr wir nach rechts gehen, desto größer wird X und je mehr wir nach unten gehen, desto größer wird Y. Das bedeutet, wenn wir jetzt hier 1 nach links gehen wollen, müssen wir X um 1 verkleinern. Das ist die horizontale Achse und wir verkleinern das Ganze um 1, deswegen springen wir einen Block nach links rüber. Das bedeutet, einfach POSX, minus ist gleich left, fertig. Wenn wir es hier bei left 1 eingeben, also übergeben, dann wird einfach die POSX um 1 verringert und die Sache hat sich. Dann dasselbe machen wir mit right, nur in die umgekehrte Richtung, also plus ist gleich.
Und für Post Y, wenn wir hier uns einen Block weiter nach oben, also Richtung 0 praktisch, begeben möchten, dann müssen wir die Y, das wäre die horizontale Richtung hier, müssen wir um 1 vermindern. Das bedeutet, Post Y minus ist gleich ab. Und wieder dasselbe Spiel für Down, nur mit Plus. Gut, dann sind wir hier mit unserer Move-Klasse komplett fertig und jetzt müssen wir diese winzigen Modifikationen, die ich vorher erwähnt habe, hier noch durchführen. Die haben aber alle nichts mit der Bewegung zu tun, oder kaum, sondern eher mit dem Input. Ja, wenn wir uns hier mal die Struktur unseres Programms anschauen, dann läuft das folgendermaßen ab. Es werden zuerst diese Dinge da gesetzt, bla bla bla, das interessiert uns alles nicht. Aber hier lesen wir dann diese Datei hier ein. Und das ist eigentlich unsere Render-Schleife jetzt, unter Anführungszeichen. Ich sage eigentlich auch immer Schleife dazu, obwohl es gar keine Schleife ist. Weil wenn wir hier schauen, gibt es hier eigentlich nirgends eine Schleife. Also natürlich sind das alles untereinander Schleifen, aber es wird nicht mehrmals hintereinander ausgeführt. Es wird einmal ausgeführt, einmal gerendert und das war's dann. Dann beendet sich das Programm mit Konsole.readline, also nach Konsole.readline. Das wollen wir jetzt ändern. Das bedeutet, wir machen hier vorerst noch eine While True Schleife, das wird sich dann im Laufe der Zeit auch noch ändern. Und der Compiler wird uns gleich warnen, dass hier ein unerreichbarer Code ist, den können wir weggeben, logischerweise. Weil aus einer While True Schleife, wenn ihr euch mit dem Programmieren etwas beschäftigt habt, beziehungsweise habe ich es glaube ich sogar gesagt in meinem Schleifenvideo, aus einer While True Schleife kommt man praktisch nie raus, es sei denn man macht irgendwo einen Break oder ähnliches. While True, ja, ist eben eine Endlosschleife, deswegen können wir hier gar nicht hinter diese Schleife kommen und wir können das weglöschen. Gut, was wir jetzt machen müssen, wir haben hier unsere Renderschleife. Das können wir hier gleich mal. Renderschleife. Und Renderschleife Ende. Da oben können wir noch Start hinzufügen. Gut, und da beginnt dann die Input-Schleife. Ich könnte das natürlich mit Regionen machen, aber das ist irgendwie unübersichtlich, deswegen mache ich es einfach so. Dient ja auch nur etwas zur Übersicht. Gut, wie der Name schon sagt, wollen wir in dieser Schleife den Input abrufen und je nachdem unseren Charakter dann bewegen bzw. agieren lassen. Dazu machen wir hier vor dieser Schleife, um etwas RAM zu sparen, initialisieren wir die Variable nur einmal. Das ist eine Variable des Typs Konsole Key Info. Und die nennen wir einfach mal Key, deskriptiverweise. Ja, es steht eigentlich schon unten. Eine Konsole Key Info Variable speichert einfach praktisch eine Taste. Also wenn ich jetzt das Y drücken würde, dann wäre der Key Char Y und der Key wäre Y. Ja, mit dem können wir eben abrufen praktisch, welcher Key gerade gedrückt wurde. Und das machen wir folgendermaßen, indem wir einfach Key ist gleich Konsole, nur Konsole bitte, Punkt Read Key machen. Wir sehen hier, das gibt uns eine Konsole Key Info Variable zurück. Gut, da können wir eigentlich, ah, das ist aber egal, für unsere Zwecke noch. Ja, was fangen wir jetzt mit diesem Key an? Wir können es wie oben machen und einfach einen Switch machen mit Key.Key. Das ist eben eine Variable des Typs Konsole Key und das ist dann zum Beispiel Left Arrow. Da gibt es dann Konsole Key.Left Arrow und wenn dies der Fall ist, dann wollen wir Player.Move 1000. Mit Beistrichen wäre es auch nicht schlecht. 0. Ich kann heute nicht so wirklich schreiben. Ist halt kein guter Tag. Konsole Key.WriteArrow 0
1, 0, 0. Dann Case Console Key.Down Error. Bewegen wir es 1 oder machen wir Up Arrow, damit es auch nach der Reihenfolge ist. Und zu der letzten Down Arrow. Dann moven wir in 1 nach Down. Gut, das heißt, wir haben jetzt hier Left, Right, Up, Down. Jetzt haben wir da zweimal Break. So. Jetzt ist die Input-Schleife vorbei. Und wir werden gleich sehen, was passiert, wenn wir das ausführen. Nämlich wird ein kleiner. Also, es werden eigentlich zwei kleine Fehler passieren. Oder eigentlich große Fehler. Gut, noch scheint alles normal. Und sobald wir jetzt hier. Also, das Programm wartet praktisch so wie bei Console.readline, wartet es jetzt, bis wir einen Key eingeben. Wir stecken momentan genau hier. Wenn wir jetzt einen Key drücken, ich drücke jetzt einfach mal die rechte Pfeiltaste, dann sehen wir, dass sich. Also wir sind jetzt hier zu dem Switch Key, bla bla bla. Es wurde Right Arrow aktiviert, es wurde eins nach rechts bewegt und das Ganze beginnt wieder von hier oben. Ja, das wird einfach untereinander gezeichnet, weil wir kein Console.clear eingebaut haben. Ja, das wird untereinander gezeichnet, weil wir kein Console.clear eingebaut haben. Und wir sehen hier, dass das M und das M beide gerendert werden. Also es wird nachher nicht wieder rausgelöscht. Diese zwei Fehler wollen wir jetzt mal beheben. Den ersten Fehler beheben wir ganz leicht, nämlich indem wir einfach hier hinten ganz am Ende Console.clear sagen. Dann wird einfach die ganze Konsole gelöscht. Gut, was ich jetzt gerade noch bemerkt habe, ist, dass ich gefailt habe, nämlich, ich habe ja vorher gesagt, diese POSIX und POSY gehört umgekehrt. Das gehört es wirklich, aber es gehört eben so umgekehrt. Also es gehört zuerst Y und dann X. Das heißt, wenn ich mich jetzt nach rechts bewege, dann bewege ich mich wirklich nach rechts, nach unten, nach links, nach unten, rechts, 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 rechts und so weiter. Gut, wir haben trotzdem noch das Problem, dass das Ganze öfters gezeichnet wird. Dieses Problem entsteht deswegen, weil wir haben ja nur einen Field Array. Wir lesen am Anfang diesen Array ein, da. Und das war's. Wir lesen ihn kein zweites Mal ein. Also wir tun ihn praktisch nicht wiederherstellen. Wir tun hier zwar immer überschreiben mit e.type, also wir setzen die Position praktisch auf e.type, aber wir setzen es dann nicht wieder auf die ursprüngliche, auf das ursprüngliche zurück. Das Programm hat ja keinen Weg, wie es herausfinden kann, was da vorher war. Weil wir überschreiben es einfach. Deswegen brauchen wir sozusagen ein Backup vom originalen Feld. Dazu könnten wir jetzt jedes Mal, also am Anfang jeder Schleife, das neueste Datei einlesen. Das würde aber, wie ihr euch sicher denken könnt, ziemlich viel Arbeitsspeicher und Prozessorzeit und alles Mögliche verbrauchen. Deswegen machen wir das einfach folgendermaßen. Hier am Anfang deklarieren wir uns eine Variable, die heißt Integer Array Temp Field. Und das wird dasselbe wie unser Field, nur geklont. Blöderweise kommt hier ein Object zurück, deswegen müssen wir das hier vorne konvertieren in einen Int-Array wieder. Ja, das machen wir jetzt einfach am Anfang jeder Zeile, also jeder Schleife. Gut, jetzt weisen wir jedes Mal den temporären Array auf das ursprüngliche Array zu. Wir überschreiben aber immer noch das Originale, deswegen markieren wir uns hier unsere ganze Render- und Input-Schleife, drücken STRGH und tun Field ersetzen mit Temp Field. In der Auswahl alle ersetzen, Dankeschön. Jetzt haben wir hier überall statt Field Temp Field. Das heißt, wir arbeiten jetzt praktisch mit einem temporären Array und überschreiben den Original-Array nie. Das heißt, jetzt sollte sich das Problem nicht mehr stellen und wir sollten unseren Charakter ganz normal bewegen können. Es gibt nur noch ein Problem: Wenn ich jetzt hier rausfahre, kommt eine Exception. Der Index war außerhalb des Array-Bereichs. Wir könnten diesen Fehler
jetzt noch beheben. Aber ich denke, dazu fehlt die Zeit. Und das Tutorial muss ja auch etwas spannend sein und deswegen mache ich das Ganze im nächsten Teil. Jo, wie immer wünsche ich euch noch viel Spaß beim Programmieren und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.